Neben dem Aussehen ist die Stimme das allererste, was wir in einem Cartoon, einer Serie oder Film von einem Charakter hören. Es gibt so viele gute Stimmen da draußen, die wunderbare Arbeit leisten. Leider gibt es aber auch viele Synchronsprecher, die bekannte Rollen, welche wir alle kennen, aus den verschiedensten Gründen nicht mehr sprechen. Und weil nicht so oft über eben diese Stimmen hinter den Figuren gesprochen wird und ich finde, dass man diese auf jeden Fall würdigen sollte, möchte ich euch heute drei dieser Sprecher vorstellen. Und wir beginnen mit einem Sprecher, den jeder kennt und von dem auch die Figuren jeder kennt. Vor allem, wenn man damals aktiv Super RTL und auch Nickelodeon gesehen hat. Jürgen Kluckert, besser bekannt als Benjamin Blümchen oder auch Mr. Krabs aus SpongeBob. Beide Figuren haben mich sehr stark geprägt, vor allem Mr. Krabs war einfach zu legendär. Die SpongeBob-Szene im Krankenhaus, wo Mr. Krabs sagte, ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen, die werde ich niemals vergessen. Und auch Benjamin Blümchen war so ein toller Charakter, er war so freundlich und hilfsbereit und ja, einfach nur toll. Aber Jürgen Kluckert hat auch unter anderem König DDD aus dem Kirby-Anime, Dr. Robotnik aka Dr. Eggman in Sonic Underground oder Earl Sinclair bei den Dinos gesprochen. Von da könnte man ihn also auch kennen. Er fing 1994 mit der Synchronisation von Benjamin Blümchen sowie Earl Sinclair an, nachdem der eigentliche Synchronsprecher der beiden, Edgar Ott, verstorben war. Man muss aber sagen, Jürgen Kluckert hat es so gut gemacht, die Stimme passte perfekt da rein und so synchronisierte er bis zu seinem Tod, dem 16. August 2023, Benjamin Blümchen mit mehr als 70 Folgen und Mr. Krabs in SpongeBob mit weit über 500 Folgen. Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist er letztes Jahr von uns gegangen. Und bis vor ein paar Tagen wusste man nicht, wer denn nun Jürgen Kluckert als Benjamin Blümchen ersetzen wird. Bei Mr. Krabs wusste man es einige Wochen später. Da wird das Axel Luther sein, der damals auch schon den fliegenden Holländer sprach. Er war die zweite Stimme von ihm. Ansonsten sprach Axel Luther auch zum Beispiel Black Wargreymon aus Digimon, Shifu in Kung Fu Panda oder auch Feuerlord Ozai in Avatar, der Herr der Elemente. Und bei Benjamin Blümchen handelt es sich nun um Marty Klemm. Er wird Ende März die neue Synchronstimme von Benjamin Blümchen sein. Und dieser ist auch gar nicht unbekannt. Er spricht unter anderem die Stimme von Jake in Adventure Time oder auch Sandhawk in One Piece. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Jürgen Kluckert hat auf jeden Fall super Arbeit geleistet, also verdient er auch einen super Ersatz. Wir machen weiter mit einer Stimme, die wir ebenfalls nie mehr hören werden. Und zwar handelt es sich um Reinhard Brock, besser bekannt als die Stimme von Mr. Burns von den Simpsons. Und Mr. Burns ist auch ebenfalls ein Charakter, den man niemals vergessen wird. Einer der krassesten Schurken, die es gibt. Nicht nur bei den Simpsons, sondern auch allgemein spielt er ganz weit oben mit. Mr. Burns ist für mich ein Charakter mit hohem Wiedererkennungswert. Er war für mich so verrückt, so geisteskrank, ich dachte mir öfter, was ist das für einer, der hat doch echt einen Knacks. Aber das war auch irgendwie das Interessante an ihm. Irgendwie mochte man ihn, obwohl er so krank war. Und da hat Reinhard Brock einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass dieser Charakter so gut wurde, wie er eben war. Er hat wirklich sehr viele Menschen geprägt. Er hat sehr gute Arbeit geleistet und ist auf jeden Fall verdient hier im Video. Reinhard Brock sprach aber auch ebenfalls viele andere Rollen. Unter anderem war er Fu Dog aus American Dragon, Sully aus die Monster AG, Hook aus Cars oder vielleicht kennt ihr ihn auch als die allererste Erzählerstimme von One Piece. Dort sprach er von der ersten bis zur 400. Folge mit. Er fing 1988 in der Synchronbranche an. Angefangen hat alles mit Hook aus Cars und auch Sully aus die Monster AG. Mr. Burns von den Simpsons sprach er 3 Jahre später, nachdem er angefangen hatte. Und das machte er auch ganze 23 Jahre lang. Und ja, wie ich es bereits gesagt hatte, das ist eine Figur und auch eine Stimme, die wir nie wieder vergessen werden. Er war im Übrigen auch nicht nur Synchronsprecher, sondern auch als Dialogregisseur, unter anderem auch im Zeichentrickbereich tätig. Dort war er für zum Beispiel Hey Arnold, bei Immer Ärger mit Newton, sowie beim Film Rudolf mit der roten Nase tätig, wo auch unter anderem bei Hey Arnold seine älteste Tochter Farina Brock die Helga synchronisierte. Und nicht nur das, auch als Filmemacher probierte er sich aus und erstellte neben Dokumentarfilmen auch Musikvideos und Werbespots. Er war also vollkommen drin in dieser ganzen Film- und Synchronbranche und hat nicht nur bei den Simpsons als Mr. Burns, sondern auch viele, viele weitere tolle Projekte geprägt. Leider verstarb Reinhard Brock unerwartet am 8. Dezember 2013 nach seiner kurzen, schweren Krankheit im Alter von gerade mal 62 Jahren. Und so musste dann auch 2014 eine neue Stimme her. Und da entschied man sich für den Synchronsprecher Kai Taschner, der seitdem auch Mr. Burns spricht. Dieser ist ebenfalls auch nicht unbekannt. Man kennt seine Synchronrolle zum Beispiel aus Rick und Morty, da synchronisiert er Rick. Und aus American Dragon kennt man seine Stimme auch.
Da war ja nämlich der verrückte Lehrer von Drake, Professor Rothrott. Crazy, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt mit den Stimmen. Aber bleiben wir doch gleich mal bei American Dragon und kommen zu einer weiteren Stimme, weswegen ich auch dieses Video hier tatsächlich angefangen habe. Clemens Ostermann, welcher unter anderem Drake Long aus American Dragon oder auch Drake aus Drake und Josh sprach. American Dragon sowie Drake und Josh sind mitunter meine absoluten Lieblingskinderserien, die ich damals rauf und runter geguckt habe. Die sind bei Lilo und Stitch, Pokémon und SpongeBob die Kinderserien, die mich am meisten geprägt haben. Dementsprechend finde ich die Stimme von Clemens Ostermann und auch seine Figuren, die er spricht, so passend und so super. Jeder von uns wollte selber damals entweder Drake oder Drake sein, weil zum einen Drake der coole und angesagte war und Drake war einfach ein unfassbar krank cooler Drache und man hat es einfach jedes Mal aufs Neue gefühlt, wenn er sich in den American Dragon verwandelte. Und by the way, kleiner Funfact zum Intro an der Stelle, den Gesang im Titelsong hat nicht die Stimme von Drake Long gemacht, sondern Norman Matt. Norman Matt ist Synchronsprecher für unter anderem Cosmo aus Cosmo und Wanda, Krillin aus Dragon Ball oder auch Mr. Mosby aus Zack und Cody. Weitere Rollen, die man wahrscheinlich auch kennt, welcher Clemens Ostermann synchronisiert hatte, waren Tyson aus Pokémon, Ray aus Beyblade oder Jackson aus Hannah Montana. Und auch Ranma aus Ranma und Halb verlieh seine Stimme. Mit Ranma fing er auch tatsächlich im Jahre 1991 an, dann ging es neben seinen vielen anderen Rollen weiter mit seinen Pokémon-Rollen, wo er Tyson oder auch Arenaleiter Jens gesprochen hat, und dann kam Drake und Josh, sowie auch American Dragon. Er hat auch bei American Dragon die komplette Synchronisation für Drake Long gemacht, genauso wie für Ray und Tyson. Bei Jackson aus Hannah Montana sprang dann Manuel Straube ein, welcher Stewie Griffin aus Family Guy oder Phineas aus Phineas und Ferb spricht. Er sprach auch Josh aus Drake und Josh, wo ja Clemens den Drake sprach, bevor dieser von Benny Weber besetzt wurde. Die beiden sprangen für ihn ein, da er am 30. April 2007 während einer Synchronaufnahme im Bayerischen Rundfunk unerwartet an den Folgen eines plötzlichen Lungenkollapses verstarb. Im April 2007 war er im Übrigen erst 22 Jahre alt. Und sowas zu hören tut unnormal weh. Wenn du hörst, dass so ein junger und talentierter Mensch so früh von uns gegangen ist, dann ist das schon sehr crazy. Ich meine, ich bin jetzt vor kurzem 26 geworden und er wurde nicht mal 23. Das bringt dann einen so ein bisschen zum Nachdenken. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um irgendwelche schlechte Laune oder um weitere schlechte Laune zu verbreiten. Ich weiß nicht, wie ihr das Video so empfindet. Für mich ist das Video hier eine Möglichkeit, Sprecher vorzustellen, welche ich sehr schätze, sehr interessant finde und auch sehr inspirierend finde. Sprecher, die wirklich super Arbeit geleistet haben, als sie noch ihre Arbeit verrichtet haben und leider aus irgendwelchen Gründen ihre Synchronrollen nicht mehr ausführen. Ich möchte diese Sprecher mit so einem Video so ein wenig in Ehren halten, denn Sprecher tragen einen sehr hohen Teil in der Medienbranche bei und es wird zwar jetzt durch TikTok ein bisschen mehr, aber ich finde, man kann ihnen nicht genug Aufmerksamkeit für ihre wundervolle Arbeit geben.